Ja, dann herzlich willkommen hier in unserer Tuax Pressebox zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Eispiraten. Krimmitschau hier heute am Family Day vor 5136 Zuschauern, Endstand 10:4. Ganz herzlich begrüßen wir Gästecoach John Tripp hier bei uns in Frankfurt und natürlich auch ein Hallo an Paul Gardner. Und dann darf ich John Tripp bitte um sein Statement zum Spiel bitten. Danke. Wir haben über die Mannschaft gesprochen, Frankfurt. Sie sind eine starke Mannschaft, eine von den besten in der Liga. Wir wussten das vorher. Aber trotzdem, die Leistung von alle 20 Spielen war nicht gut genug. Unser Verteidigung war unter sehr, sehr viel Druck. Und nach der ersten Drill, wir konnten nicht reagieren. Nicht viel zu sagen. Der Henning Schroth hat nicht schlecht gespielt. Er spielt am Dienstag. Es ist schade, dass es die Jungs hat für ihn nicht hart genug gespielt. Es ist nicht viel. Wir waren dominiert. Frankfurt hat uns dominiert und hoffentlich wir können am Dienstag besser spielen. Wir haben am Freitag gut gespielt und aber ist jedes Mal, wir haben einen kleinen Schritt vorwärts gemacht, ist immer ein großer Schritt rückwärts und es kommt von innen, von dem Teamgeist und von Zweikampf alles und wir haben nicht so viel Zeit noch in der Saison. Hoffentlich wir können besser am Dienstag spielen. Ja, vielen Dank für das Statement. Dann Paul, your statement for the game today, please. I think Matthias Kittmann would be proud of that effort. Certainly, we missed him. It was good, real good effort by our guys. I know we were a bit of an angry group coming into today and we played with lots of structure and lots of speed and lots of skill, and we got our key players made some big plays early, and things just steamrolled along. So happy to win. Gotta enjoy it tonight and get ready for Dresden on Tuesday. Thank you. Ja, zum Spiel mit Sicherheit war klar, dass seine Mannschaft heute was gut machen wollte und dementsprechend wütend und motiviert rauskommt. Ein sehr, sehr strukturiertes Spiel unserer Löwenmannschaft. Auch die Schlüsselspieler haben heute die Big Plays gemacht, also die Chancen dann auch gnadenlos genutzt. Deshalb ein wichtiger Sieg, auch angesichts der Tabellensituation heute am Sonntag. Gibt es Fragen? Okay. Die Frage nach Dienstag, ob er das Lineup ändern wird. Paul, you want to stick to the lineup? The question is, do you stick to the lineup for the Dresden game, for the Tuesday game, or? I'll tell you tomorrow. No, I'm going to enjoy the win tonight. Talk to my good friend John here for a few minutes, and we'll make those decisions tomorrow. Well, we did a good job tonight. I don't know if it'll be the same lineup on Tuesday or not. Ja, also er weiß es noch nicht, will heute mal den Sieg genießen und freut sich, dass John Tripp heute hier ist. Ich weiß nicht, ob er sich heute so freut, aber will er sich am Montag auf jeden Fall darüber Gedanken machen. Erst dann. Bill Stewart want to know? Die Frage ist, ob Bill Stewart das schon wissen will. Vielleicht können wir ja Bill Stewart schon mal anrufen, wird auf jeden Fall mit Sicherheit wieder eine unterhaltsame Pressekonferenz am Dienstag dann, je nachdem, wie es ausgeht. Sonst noch keine weiteren Fragen, dann ja, Endergebnis gibt es auch noch nicht allzu viel zu berichten. Dresden gegen Lausitzer Füchse war das Nachmittagsspiel schon um 14 Uhr, Endstand hier 5:2. Ansonsten schauen Sie bitte dann einfach auf dl-2.org oder die App, dort finden Sie dann die Endstände. Unseren Gästen aus Krimmitschau, wir haben uns ja dann definitiv zum letzten Mal die Saison gesehen, wünschen wir natürlich alles Gute für den Klassenerhalt und am Dienstag geht es für beide Mannschaften weiter. Krimmitschau gegen Bietigheim. No, I said it. Ja, I said it. Ja. Paul wollte mich mal erwischen heute, aber nein, hat er nicht. Also Dresden, unser Gegner, hat heute gewonnen und am Dienstag geht es dann, wie gesagt, in Dresden weiter. Nächstes Heimspiel für die Löwen Frankfurt, dann nächsten Sonntag gegen Rosenheim. Zuvor, und das noch das abschließende Wort, geht es nach Bad Nauheim zum Derby. Dann haben wir das komplett. Schönen Sonntagabend, können ja noch theoretisch einen Tatort gucken oder was weiß ich, Traumschiff, wer das nicht so hart mag, weiß nicht, was da noch alles läuft. Bis dann und alles Gute.
Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.